Eine Stunde später, Leute, aber wir haben es geschafft. Ich hatte zum Glück nette Begleitung zum Quatschen. So, ich weiß schon genau. Einmal das. Ich habe nicht wirklich Bock auf Kimchi. Und N110 Special. Mit extra Tempura. Dauert noch. Du musst das hier vorbereiten. Ich habe da was vorbereitet. So. Das muss schon. Ist bei jedem ein bisschen anders. Warte, ich bin nicht so weit. Ich glaube, du musst reindrücken. Ja, reindrücken. Ja, genau. Und das musst du drauf lassen. Ich glaube, bei jedem ist es ein bisschen anders. Ah ja, okay. Dann. Das habt ihr im Teil sicher angehört. Okay, schaffen wir das alle? Aber fest. Ja. Runterdrücken, sonst spritzt es hoch. Okay. Also mir ist es einmal komplett so. Echt? Aber was ist denn da drinnen? Was ist der Punkt da? Ich check's auch nicht, was da drin ist. Da ist ein Eis? Nee, das ist so eine Kugel. Wenn die runterkommt, dann gibt's erst Kohlensäure oder so. So, Vorspeise. Oktopus, Leute. Super saftig. Falsch. Ach, da ist der Oktopus. Ja, ich hab aber einen. Da steht er. Da ist erstmal ganz viel Teig und dann erst drin so ein kleines Stück. Schau, der andere Laden hat Chicken. Die haben das so aufgeteilt. Wir hatten gestern gute. Schauen wir mal, wie die sind. So. Viele Leute sind gespannt, wie ich es finde, Leute. Weil der Hype ist schon echt groß. Schlange echt übertrieben. Schau mal. Der Brühencheck, Leute. Brühe. Ist lecker. Thank you.
Also ich kann sagen, die Wartezeit lohnt sich auf jeden Fall null. Ich habe mir Instant Ramen aus Japan bestellt. Da war die, ich habe mir Instant Ramen aus Japan bestellt. Amazon Japan, also liebe Japan. Das ist irgendwie von so einem Ein-Sterne-Koch, hat er das so vorbereitet. Wow, geil. Und das schmeckt viel, viel besser. Also. Ja. Brühe, so viel Geschmack im Vergleich zu hier, echt. Jo, was geht, Leute, wieder zurück. Zufällig aus meiner alten Uni, musste schnell pinkeln. Und wo pinkel ich immer öffentlich? Natürlich in Uni-Gebäuden. Jo, mit der Kollegin am Start gewesen, konnte ich mir endlich die lange nicht verdiente Schlange geben. Der Laden war enttäuschend, wirklich. Also die Nebenspeisen waren ganz lecker. Vor allem das Hähnchen, Oktopus, ging so. Gyoza war okay. Das Gyoza von gestern war sogar besser. Hähnchen war super softig und Ramen, no. Also war okay, war lecker, aber nicht für diese Schlange. Never würde ich da nochmal hingehen, Mann. Das ist, lohnt sich so überhaupt nicht, Mann. Kann ich echt gar nicht empfehlen. Also wer Takumi als besten Ramen Münchens hyped. Okay, was heißt bester Ramen Münchens? Vielleicht ist es der beste Ramen Münchens und der beste Ramen Münchens ist einfach schlecht. Kann natürlich auch sein, aber ich hoffe, ich finde einen besseren Laden. Wir gehen jetzt noch einen super softigen neuen Bubble Tea Laden probieren. Und die Kollegin hat mir ein paar Sachen erzählt. Also ich habe sie auch gefragt bezüglich jemanden einstellen. Ich will jemanden einstellen als Teilzeit- oder Praktikanten für Hongs Tour. Hat sie mir ein bisschen was erzählt. Ich habe ihr auch von der Lage erzählt mit meinem Business-Partner, der sich einfach nicht mehr meldet. Okay, ich melde mich auch nicht mehr, aber ich melde mich ja nicht mehr, weil ich warte, bis er sich mal wieder meldet. Und keiner von uns meldet sich, aber hey, kein Problem. Sie macht übrigens Foodblogs, also das ist die, die ich zu Tatte geschickt habe. Und es ist immer gut, lustig mit der zu chillen und quatschen, weil die hat dann immer ein paar Empfehlungen, dies, das. Hat auch mir ein bisschen was erzählt zum Sushi-Laden gestern, wo ich war, der gar nicht so schlecht war, der mich krass an Steffen Hensel erinnert hat. Da hat sie mir erzählt, ja, das ist auch ein Ex-Mitarbeiter von Steffen Hensel, der abgehauen ist und sich selbstständig gemacht hat, solche Sachen. Und deswegen sieht auch alles, sieht und schmeckt und fühlt sich auch alles eins zu eins an wie das Edel-Sushi, was ich schon mal hatte von Steffen Hensler. Konzept Donuts und Bubble Tea. Kennen wir ja schon von Warnouts, Chunks Erzfeinden. Da lief es nicht so gut, aber das ist auch eine fette Kette. Das hier sieht ein bisschen alles authentischer aus, asiatischer angehaucht, ein bisschen feiner. Als ich muss sagen, also ich habe nichts gegen Ketten, aber bei Walnuts sieht es halt echt mega künstlich alles fabriziert aus. So wirklich fette Kette. Aber ich muss ehrlich sagen, die Donuts haben mich nicht angesprochen, die sahen echt mega trocken aus. Die waren so aufgeschnitten und keine Ahnung. Also ich bin eh nicht so der Süßspeisenesser und dafür, also es muss schon eine super saftige Süßspeise kommt, dass die mich so anspricht und ich auf einmal Bock drauf habe. Tot. Ja, ist okay. Takumi in München. Die haben sogar zwei Locations. Ich weiß nicht, wie voll die andere ist. Die haben es sogar relativ clever aufgeteilt. Der eine hat immer Schwein und Veggie und der andere hat Chicken und Veggie. Aber Alter, die Schlange. Für den Laden lohnt sich einfach so gar nicht. Der Hype ist dafür echt zu groß. Ich weiß nicht, wie der Hype da so generiert wurde, aber dass der Laden so krass abgeht und da immer Schlange ist, wirklich immer. Und auch während der Schlange habe ich so gehört, wie die Leute gequatscht haben. Ja, die sind gar nicht aus München und die haben hier jetzt Gäste und zeigen ihnen das mal, weil der Laden so krass sein soll. Aber kann ich echt nicht verstehen, sorry. Der Laden ist okay, wäre okay, wenn da keine Schlange wäre. Kann man mal machen, aber so. Ich zeige euch noch ein paar krasse Ramenläden demnächst, Leute. Die solltet ihr dann mal abchecken. Ansonsten, Chong versucht spontan irgendwie Tickets für Dokumi zu besorgen. Ich habe gesagt,
auf blöd, Digga, ich wäre auch dabei, wenn wir spontan hinfahren und dann vor Ort gibt es irgendwen, der das schwarz verkauft oder Leute, die schon drin waren und dann früher wieder rausgehen und dann das irgendwie weiter verticken wollen. Vielleicht irgendwie sowas. Also auch blöd, auch spontan sind wir vielleicht dieses Wochenende in Düsseldorf. Und dann natürlich das Niantic-Ding, wo jetzt heute alle Content-Creator was gepostet haben. Moment, wie hieß das nochmal? Wie heißen die? Kuss geht raus an Couple of Gaming. Ich habe letztens gesehen, dass sie noch meine Stories schauen und so. Weil es krass ist, weil die haben mittlerweile 141.000 Follower, aber die machen auch mega Grafiken. Also Kuss geht raus, die sind echt Hammer. Hashtag hier als Niantic. Viel Erfolg, Leute. Für alle, die noch zocken, dass das durchkommt, was ihr wollt und der Radius wieder erhöht wird. Und ich weiß gar nicht genau, was ihr alles fordert. Also ihr wollt halt, dass eure Stimme gehört wird, was ich auf jeden Fall supporte. Aber ich muss ehrlich sagen, die Argumentation finde ich nicht stark. Also die Argumente hier, warum Niantic den Radius wieder erhöhen sollte, zum Beispiel Safety. Not needing to cross dangerous roads to reach or interact with a point of interest. Ja, Digga, wenn es gefährlich ist, dann ist es nicht Niantic schuld, dass der Radius zu klein ist. Dann geh einfach nicht zu diesem gefährlichen Stop. Das ist dann deine Schuld, weil du ein süchtiger Pokémon-Go-Spieler bist. Wisst ihr was? Ich meine, Argumentation richtig schlecht eigentlich. Aber trotzdem, also ich supporte euch. Not needing to trespass on private property to reach or interact with a Pokéstop. Alles klar. Also es ist Niantic schuld, dass ihr Hausfriedensbruch begeht, weil der Radius nicht zu groß ist. Und die sollen den Radius erhöhen, damit ihr kein Hausfriedensbruch begeht, indem ihr einen Stop dreht. Oder, andere Idee, ihr begeht einfach keinen Hausfriedensbruch. So einfach, verrückt. Also, sorry, aber die Argumentation ist echt schlecht. Und schreibt nicht in die Kommentare, ja, aber Hong, du und Hausfriedensbruch, darüber müssen wir gar nicht gehen. Das Tor war offen. Jeder weiß, das Tor war offen. Ja, keine Ahnung, sorry, also ich weiß, was ihr wollt eure Stimme gehört haben, ihr wollt den Radius zurück, aber erstens, wie gesagt, das habe ich auch im Video gestern gesagt, hätte ich mir das für andere Sachen gewünscht, wo man mehr sich hätte beschweren sollen und die Argumentation ist halt echt schwach. Wer das jetzt so deutsch, da gab es ja auch, da gibt es ja Aufsätze, Gedichtanalyse und da gab es auch irgendwas mit Argumentation. Und würde jetzt mein Deutschlehrer das hier lesen und bewerten, das wäre eine 6. Sorry, aber das ist so. Also Argumentation echt schlecht, aber euch viel Erfolg, Leute. Viel Erfolg, dass Niantic auf euch hört und ihr das bekommt, was ihr fordert. Das war's von mir, Leute, und dem gehyptesten, aber nicht besten Rahmen Münchens. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Views ab, folgt mir auf Twitch und Instagram, investiert in Bitcoin und DFI. Vielleicht nicht ganz so verrückt wie der eine Zuschauer, der 18k reingeballert hat, aber trotzdem Cashflow generieren, serious business und ciao.